Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmer, Paterapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe und so weiter und so weiter. Und ja, wir haben mal wieder eine Mail. Du kannst auch versuchen, da eine durchzukriegen, wenn du über das Formular auf liebeschipp.de. Genau, so, es, ja, geht mal, ja, ihr seht es ja im Titel, ich habe da jetzt eben nur einmal so drüber geguckt. Ich lese einmal mal vor. Hallo Christian, ich bin vor circa 3 Wochen durch einen Podcast mit Stefanie Stahl auf deiner Seite liebeschipp.de aufmerksam geworden. Habe beide Bücher von dir gelesen und auch schon etliche YouTube-Videos gesehen. Erkenne mich wieder. Da ich damals seit circa einer Woche von meinem langjährigen Partner getrennt war, Partner in Anführungsstrichen, und fürchterlich litt, diesmal hat er erst beendet, ich den ganzen, in den ganzen Jahren etliche Male allein in 2021 über 5 Mal, weil ich aus dieser Beziehung wollte. Er ist danach immer wieder angekommen und ich bin rückfällig geworden. Ich habe Modul 0 gemacht. Tja, die Bändertrennung war klassisch. Genau 3 Tage danach hat er sich wieder gemeldet und ich habe den Fehler gemacht, ihn wieder zu treffen. Gut, ist ja auch, weiß nicht, ob du es gemacht hast, im Modul 0 ja auch deswegen drin, weil man einfach ein absoluter Junkie ist und das bist du ja an diesem Punkt sicherlich mit so vielen. So viel on-off. Deswegen macht man alle Kommunikationskanäle dicht. Anders geht's nicht. Ne? Das ist also wirklich alles. Also wirklich die E-Mails, einen Filter anlegen, dass das Nummer blocken. Also dass es wirklich keine Möglichkeit gibt, dich zu kontaktieren. Anders kriegt man das dann auch nicht hin. Ne? Weil dann wird ja wieder gelabert. Man will es ja auch hören und dann ist man wieder drin. Ne? Nun sind wir wieder zusammen und mir geht's nicht gut damit. Naja, es ist halt, ich kann es auch nicht ändern, es ist halt, man muss diese On-Off-Beziehung sehen wie so eine Aufgabe des Universums, die es zu lösen gilt. Und die wirst du sicherlich irgendwann lösen. Und aber wenn man wieder zurückgeht, sagt das Universum halt wieder, nee, das ist nicht die Lösung der Aufgabe und das merkst du halt daran, oder meist heißt das Universum oder deine eigene Seele und du merkst es halt daran, dass es dir nicht gut geht, ne? Das ist einfach, aber das ist keine Wertung oder so, ich meine, wir alle gehen immer wieder durch solche Prozesse durch, nicht nur im Bereich Beziehungen und ja, ist wie es ist, ne? Wenn wir getrennt waren, habe ich immer circa 3 Wochen gebraucht und konnte wieder schlafen, war danach nicht mehr gereizt. Ja, ich weiß ja, was zu tun ist, ne? Muss ich ehrlich sagen. Denn ich habe inzwischen keine Angst mehr, ohne Partner zu sein, mache seit 2 Jahren eine Therapie. Ja, ich hoffe, dass diese ganzen Sachen sind dann auch Thema der Therapie, ne? Das wäre ja wichtig, dass du da auch Unterstützung kriegst. Ich werde trotzdem bei ihm immer wieder rückfällig und der Gedanke, dass er eine Frau haben könnte, macht mich wahnsinnig. Ja, Liebessucht und diese Besessenheit damit, das andere den Partner nehmen, das geht immer einher. Das hat man nur in diesen toxischen Beziehungen, dass man so völlig durchdreht bei deinem Gedanken, weil ist ja auch ein bisschen Ego, ne? Aber das ist, wird halt sehr angetriggert in diesen Beziehungen. Mehr dazu in meinem neuen Buch. Aber nicht, dass er fremd geht, da vertraue ich ihm. Ja, ich meine, wenn ihr getrennt seid, kann auch jemand anders haben. Ja, ich meine, aber dass er nach mir direkt wieder eine Frau hat, blödes Ego. Genau, Ego, genau. Und du kannst ja auch einen anderen Mann haben, direkt hinter ihm. Ne? Es gibt so Fälle, wo man echt, wo es manchmal wirklich auch gut ist. Man hat einen anderen auch, dem man das auch vielleicht sagen kann, du, vielleicht kannst du mich mal ein paar Monate unter deine Fittiche nehmen und so sieht's aus, toxische Beziehung, ich bin echt ein Junkie und manchmal helfen einem auch tatsächlich, ich meine, das ist nicht der ideale Weg und das ist auch nicht, was ich jetzt promoten will, aber manchmal ist es so, also das ist, was ich immer so kenne, auch aus der amerikanischen Szene, da die sagen da auch immer, also Hauptsache man kommt raus, wie ist eigentlich scheißegal irgendwie, ne, ob das natürlich sollte man andere Menschen da jetzt nicht mit reinziehen, aber also da gibt's kein richtiges und kein falsches rauskommen aus einer Liebessucht. Hauptsache, man kriegt einen Cut irgendwie, ne? Ob man, und wie der Cut, wie man das dann macht, ist eigentlich erstmal wurscht. So, ne? Zu mir, ich bin in den 50ern, habe einen kleinen, aber feinen Freundeskreis, Kinder, finanziell unabhängig und auch, man sagt, attraktiv. Sehr schön. Ich komme aus einer Familie mit
Alkoholthema, ja, Alkoholik, also Kinder von Alkoholikern sind ja wirklich so krass gefährdet, was so Co-Abhängigkeit angeht. Wahnsinn, ey. So, hab immer um die Liebe meines Vaters gekämpft, war nie bösartig, nur sehr verschlossen. Das ist ja immer das Komische, ne? Wenn der Vater nicht da ist, dann sind die Kinder wie besessen vom Vater. Und wenn der Vater präsent war und da war, dann kann er das Pech haben, dass Kinder einen mit dem Arsch nicht mehr angucken. Das finde ich manchmal auch irgendwie krass, irgendwie so echt. Oder ist also eher, also, aber das ist wahrscheinlich besser so, dass die Kinder sich dann gut lösen können. So. Meine Geschichte vor vielen Jahren ist damals ein neuer Arbeitskollege in mein Leben getreten. Ich war sofort geflasht und mein erster Gedanke war, wie passend, der bricht dir das Genick. Ja, ist doch irre, ne? Wie man das schon spürt. Wir haben dann 2 Jahre als Kollegen gearbeitet, danach aber eine Affäre angefangen. Wir waren beide verheiratet. Ja, ich sag's mal wieder, keine Dreiecke, aber gut, ist ja jetzt in der Vergangenheit. What's done is done und das ist der Grund, warum man es nicht machen sollte. Man sollte es einfach nicht machen, auch abseits moralischer Erwägungen oder Fairness-Erwägungen ist es einfach ein Haufen vergammelnder Würmer, so eine Affäre, sag ich mal. Ich verstehe schon, warum man das macht, dieser Thrill und diese Heimlichkeit. Ja, es ist herrlich fürs Thrill-System, aber es kommt einfach nur Müll raus. Ne? Und man betrügt noch seine Partner obendrein, ne? Gut, aber wir sind alle Menschen und jeder von uns macht komische Sachen und das ist Teil des Menschseins, muss man auch ganz klar sagen. Ne? So, jetzt bin ich aber viele Jahre geschieden, er ist immer noch verheiratet. Ja, also ich kann dir wirklich nur raten, egal wie wirklich da brachial da raus, also brachial meine ich jetzt mit alle Wege blocken oder weiß ich nicht, kannst du mit deiner Therapeutin mal besprechen, ob du sonst mal in die Tageslinie gehst oder so, weiß ich nicht, weil das ist einfach diese Dreiecke. Und Liebessucht ist nicht ungefährlich, also weiß ich nicht, man ist mal unkonzentriert, es geht einem nicht gut und das ist. Naja. Für mich war sofort klar, ich trenne mich von meinem Mann. Ah, gut, super. Super, dann hast du ja eigentlich nicht so die Affäre gelebt und fange ein neues Leben mit ihm an. Ja, aber er ist scheinbar, will halt schön toxische Dreiecke leben. Ja, so ist es. Er ist ein Jahr später von seiner Frau getrennt. Mich aber trotzdem noch 2 Jahre auf der Firma verleugnet und weiter den Ehering getragen. Boah. Von den Sachen, die aus dem Dreieck entstehen, ist immer schwierig. Aber hier siehst du ja schon das Thema, typisch toxische Beziehung, ne? Also du bist in einer Liebessuchtposition und er, ja, lässt sich am langen Arm verhungern vielleicht oder ist auf jeden Fall nicht loyal und ja. Ich habe dann irgendwann gekündigt, weil ich das nicht ertragen konnte, bin aber beruflich sehr glücklich in einer anderen Firma und auch erfolgreich. Er hat mich auch erst vor einem Jahr seinen Eltern vorgestellt, kennt kaum Freunde von mir und ein Treffen mit seinen Kindern hat erst einmal stattgefunden. Ich vermute dies alles nur, weil ich jahrelang gemeckert habe, dass dies zu einer Beziehung gehört. Okay. Noch hat er in den ganzen Jahren noch nie bei mir übernachtet. Oh Gott. Oh, also das ist einer, das höre ich immer wieder, ist auch eine big fucking red flag, wenn immer nur in einer Wohnung übernachtet wird. Also da mag es jetzt 1000 Gründe geben, warum, aber das ist ein ganz schlechtes Zeichen irgendwie. Ja. Warum auch immer. Diverse Ausreden, welche ich aber nicht nachvollziehen kann. Ich übernachte bei ihm. War noch nie zusammen Urlaub. Er ist Workaholic, Arbeit steht bei ihm an erster Stelle. Ja, das ist sozusagen auch wieder wie so ein neues Dreieck. Du bist wieder hinten, wieder die Dritte im Bunde, ne? Aber das muss auch mit deinen Themen zu tun haben. Vielleicht, also hast du das ja schon angedeutet und das wäre auch wichtig, dann in der Therapie zu besprechen, denke ich. Wie du diese Rolle kennst, dass du nicht die Nummer 1 bist. So, ne? So. Auf der anderen Seite sind das doch irgendwie alles Selbstverständlichkeiten für eine Partnerschaft. Ja, aber nicht in solchen Beziehungen. Und ich habe nur so viel gefordert, weil da ja nichts gewesen ist. Ja, ist auch richtig zu fordern. Inzwischen steht er zu mir und hat auch etwas geändert.
Ja, aber es ist, ihr habt noch eine Off-Beziehung, also kannst du mir jetzt erzählen, was du willst. On-Off, vor allen Dingen in diesem Ausmaß, ist toxisch und heißt, dass man nicht kompatibel ist. Also ganz egal, was ihr da jetzt erreicht oder nicht erreicht. Das ist meine Meinung. Also natürlich, ich muss auf YouTube immer so ein bisschen das ein bisschen grob zusammenfassen. Natürlich, ich sage ja immer, es gibt bestimmt mal eine On-Off-Beziehung vom russischen Botschafter mit der, weiß ich nicht, mit dem türkischen Putzmann seines venezianischen Hausmeisters, wo das gut gegangen ist. Aber ich sag mal so, wirklich für unsere Belange kann man einfach sagen, da kommt, das ist, das wird nichts. Ne? Nicht kompatibel und sonst wird man sich nicht immer wieder trennen. Ne? So. Da muss man auch gar nicht groß gucken, wer ist jetzt der Böse oder was weiß ich. Das passt einfach nicht. Ne? Leider passt die Chemie, das verstehe ich schon. Aber letztlich ist es persönliche Entscheidung. Also ich sage ja auch immer wieder, Mensch, das wird nichts. Und trotzdem, was ich auch gut finde, machen die Leute, was sie wollen. Und weil, das finde ich manchmal frustrierend, aber weil man weiß irgendwie, wie es weitergeht. Aber man muss den Weg halt selber gehen. Ne? Genau wie man vielleicht Kindern sagt, sie sollen ja auf eine heiße Herdplatte fassen und machen es trotzdem. Man muss diese Erfahrung halt selber machen, man muss da durchgehen und du musst diesen Punkt finden, wann du genug hast und der ist scheinbar noch nicht da. Ne? So. Gemeinsame Abende sehen immer so aus, dass er früh auf dem Sofa einschläft. Ja gut, das kommt sicherlich in vielen Beziehungen vor. Da er völlig überarbeitet ist, weil er das auch seit Jahren keinen Urlaub macht. Jetzt kommt wahrscheinlich das Entscheidende, warum ich da stecken bleibe. Wir haben den besten SEX Bunga Bunga, den ich jemals hatte. Ich rieche und schmecke ihn so gerne, fühle mich aber wie süchtig nach ihm. Ja, das werden dir viele Ex-Liebessüchtige sagen können. Das ist ein Klassiker. Das ist aber nicht anders, muss ich jetzt leider sagen. Das hört sich jetzt unromantisch an, aber wie Menschen von ihren Drogen schwärmen, das ist genauso. Das ist genauso. Und oder von Alkohol schwärmen, wenn sie alkoholsüchtig sind. Oder ja, aber jetzt up to you. Es ist dein Leben. Und wenn du sagst, boah, will ich nicht aufgeben, die wenigen Momente, die, wie lange dauert Sex, weiß ich nicht. 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, wenn es dir das wert ist, deine Entscheidung. Ja. Im Grunde genommen ist man ja auch häufig so ein bisschen sexsüchtig in solchen Beziehungen. So, ne? Also so zu einer Person zumindest. Und das macht es echt schwierig. Es ist auch bekannt, dass das ein Riesenproblem ist. So, ne? Ja, aber dass du dich wie süchtig fühlst, zeigt ja, dass es irgendwie ja eine Sucht ist. Ne? Ich kenne das auch aus vor allem in meiner toxischen Beziehung, die ich so in der Studentenzeit hatte. Ich kenne dieses, so ein tierisches, richtiges Katergefühl danach hatte. Und es ist echt crazy, ne? Denn außerhalb gibt es keinerlei Zärtlichkeiten, keine Umarmung. Ja, das ist immer nicht gut, wenn Nähe nur in der Sexualität stattfindet. Hört sich so harmlos an, aber es ist ganz häufig in diesen Beziehungen. Ne? Keine Komplimente oder Aussagen wie, ich freue mich auf dich. Ja, vielleicht ist er bindungsängstlich, aber ich habe keine Glaskugel, aber ist auch letzten Endes egal. Also es reibt dich auf und ich mache das aber, wobei er das meistens nicht so wirklich erwidert, als ob er eine innerliche Sperre hat. Ja, das ist, ich vermute, dass er in dieser Beziehung bindungsängstliches Verhalten zeigt, sage ich jetzt mal. Und dann gibst du halt immer so, weil da so viel Raum ist, gibst du immer so Vollgas und für ihn ist es aber, ach nee, ich kann das nicht zurückgeben, kann ich nicht. Wobei sich das dann auch häufig auf den Sex schlägt, aber das ist bei euch ja schon mal nicht der Fall. Aber wie gesagt, letzten Endes das ganze Nachdenken über einen Partner. Standards und Dealbreaker, ich sag's immer wieder, Modul 1, macht euch nicht so viel Gedanken über den Partner. Ist meine Devise, aber wie gesagt, macht, was ihr wollt und sehen ja auch viele anders, aber ich finde, das ist Zeitverschwendung, also ganz ehrlich. Nicht, weil er dich nicht mag, sondern als ob er es nicht kann. Ja, das kann gut sein, denn er will ja definitiv mit mir zusammen sein. Ich bin allerdings seine einzige Bezugsperson, er hat keine Freunde. Ich habe in den Pausen, wenn wir getrennt haben, immer schnell Männer kennengelernt. Mein Sohn sagte, ich wäre ein 6er Lotto für einen Mann. Ja, schön, aber dann lebt das auch. Und sei stolz. Ne? Und ja,
Aber gut, ich weiß, wie es ist. Scheinbar musst du da diese Wunde irgendwie noch abarbeiten, da, ne, die es da gibt, dass du da wirklich frei bist und wirklich die Männer daten kannst, die dir wirklich gut tun, so, ne, und nicht einfach nur dein Drogensystem da anträgern. Ne. Aber da haben, wie gesagt, wenn das in der Kindheit schon vorgebahnt worden ist, da wirst du ja auch eine Art On-Off erlebt haben. Das ist auch so typisch in Alkoholfamilien. Das ist echt schwer, also aus diesem Muster rauszukommen. War durchaus möglich. Ne? Habe ich auch geschafft. Und aber ja, man bleibt anfällig. Und aber erstmal muss man es überhaupt rausschaffen. Dann kann man sich über die anderen Sachen Gedanken machen. So. Und vielleicht ist man auch irgendwann nicht mehr anfällig. Kann auch gut sein. Können wir auch gut vorstellen, dass man einfach seine Standards im Dealbreaker so eng hat, dass da auch nichts mehr schief geht. Aber habe alle immer wieder in den Wind geschossen, sobald er sich gemeldet hat. So auch dieses Mal. Was berichtest du von so einer Zwischenbeziehung? Bodenständiger, ehrlicher Familienmensch. Ja, die Netten, das ist ja immer, ne? Die Bad Guys will man haben, kann man nicht mitleben. Die Netten will man nicht haben. Aber ja, das ist, die Lösung liegt in dir, sag ich mal. Und solange man noch liebessüchtig ist und was ja immer in diesem ganzen Hormonsystem da Billard spielt, ja, hat ein bodenständiger, ehrlicher Mann keine Chance. Also du musst da erst raus. Ne? So. Inzwischen weiß ich durch deine Bücher, dass dies auch schon ein emotionaler Betrug war. Ja gut, nee, wenn ihr in einem Off wart, dann ist es kein Betrug, aber gut, die zeitlichen Zusammenhänge weiß ich jetzt hier nicht. Nachdem ich dann getrennt und Single war, habe ich trotzdem keine körperliche Anziehungskraft verspürt, war total am Boden zerstört, da ich so fest überzeugt war, dass er zu mir passt. Mich hat alles eingeengt. Bingo, passive Bindungsangst. Tada, du bist ja auch bei Steffi gut aufgehoben eigentlich. Ja, das ist die erschreckende, ich meine, klar, solange man liebessüchtig ist, hat sowieso, aber das Thema wird viel mehr Sinn machen, sich dem zu stellen, deiner passiven Bindungsangst. Der Kurs kommt ja auch bald raus, aber du musst erstmal hier detoxen. Und ja, sich dieser Bindungsangst zu stellen und daran zu arbeiten, als immer wieder so einem emotional nicht verfügbaren Mann hinterher zu laufen, das macht einfach keinen Sinn, außer man will unbedingt weiter, den aber in der Regel weniger werden, toxischen Sex haben. Aber das muss jetzt nicht jeder selber wissen, ne? Was soll ich sagen, ne? Aber hier sehen wir das Problem, ne? Jede Nachfrage, was ich so gemacht habe, permanent Nachrichten. Ja, man neigt aber auch dann häufig dazu, eben nicht nur bodenständig und nett, sondern auch needy so als Gegenstück anzuziehen, irgendwie so. Weil so lernen wir hier auf der Welt, ne? Durch diese Extreme, dann können wir lernen, was wir nicht wollen. Nur man, ja, irgendwann muss man es dann auch mal oder darf man es dann auch mal umsetzen. Er ist wahrscheinlich zu needy jetzt so, ne? Aber erstmal, wie gesagt, ohne Detox hat sowieso, glaube ich, keine Mann eine Chance. Tägliches Telefonieren fand ich sehr nervend. Ja, da gehst du jetzt ganz klar im Minuspol, ne? Obwohl ich das ja bei dem anderen so vermisst habe. Ja, dann sieht man das nochmal, warum dieses Schimpfen auf den anderen einfach nicht weiterführt irgendwann, ne? Natürlich könnt ihr schimpfen, wie ihr wollt, und tust du jetzt hier ja gar nicht. Ich könnte sagen, es ist Narzisst und Psychopath und. Aber warum bleibt man da? Das ist die Frage. Warum kann man jemand Nettes nicht akzeptieren? Ne? Das ist doch viel spannender anzugucken. Ne? Ja, es wurden Erwartungen an mich gestellt. Das kannte ich seit 8 Jahren nicht. Da war ich mal diejenige, welche Erwartungen hatte. Ja, das ist doch spannend. Ne? Also da sieht man halt, dass dieses Thema in beiden, in einer toxischen Beziehung häufig in beiden verankert ist. Es wird nur unterschiedlich gelebt. Und das ist doch so eine krasse Erkenntnis. Ne? Ja, du meinst jetzt, glaube ich, deinen On-Off-Partner. Also mein On-Off-Partner ist nie abwertend zu mir, immer freundlich, möchte mich nicht verändern, erwarte nichts und ist auch treu. Na, das ist mal ein bisschen anders jetzt in dieser Mail hier. Er hat aber keine Zeit für etwas anderes. Aber unsere Beziehung sieht so aus, dass er fast immer arbeitet, seit November. Naja, auch egal. Der bleibt kaum Zeit für uns. Und wenn er schläft abends, wie gesagt, aber wir haben noch viel Sex. Ist auch der einzige Bereich, wo ich Nähe erhalte.
Ja, auf so eine schräge Art ist er ja auch in seiner Polarität, ne? Und das macht es, glaube ich, für Frauen manchmal auch schwer, dann so wegzukommen, weil er, ja, das ist halt eine Polarität, ne? Mann, der so eine Mission hat und ja, sein Ding macht und aber letztlich erfüllt es ja scheinbar nicht deine Bedürfnisse, sonst würdet ihr euch ja nicht mal wieder trennen, ne? Ist ja auch der einzige Bereich, wo ich Nähe halte, aber das reicht mir ehrlich gesagt nicht. Bin ich egoistisch, da ich gerne meine Zeit Nähe möchte? Nein, aber du kriegst es von dem nicht und das kannst. Das ist, als wenn du in einen Lottoladen gehst und sagst, ich würde gerne hier jetzt einen Tesla kaufen. Ja, das gibt's da nicht. Du kannst immer wieder in einen Lottoladen rennen und sagen, ich möchte keinen Lottoschein, ich möchte jetzt hier einen Tesla. Man sagt, das gibt's hier nicht. Und dann, warum gibt's das hier nicht? Bin ich egoistisch, dass ich einen Tesla möchte? Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf Tesla komme, also ich habe keinen, aber bin ich jetzt egoistisch, weil ich einen Tesla möchte? Nein, aber du gehst in den falschen Laden. So, ne? Und was, da kannst du nichts machen, das gibt's da nicht. Da kannst, und du hast es jetzt x Jahre probiert, es gibt's nicht. Jetzt kannst du natürlich diese Mini-Veränderung, die es da gibt bei euch. Aber letzten Endes ist meiner Ansicht nach On-Off-Beziehung sind zwar gut fürs Thrill, aber wahnsinnig anstrengend zu leben. Und On-Off heißt, wie gesagt, meiner Ansicht nach nicht kompatibel. Und das ist jetzt kein Arschloch, verstehe ich. Aber aber es ist halt nicht das, tut dir nicht gut, ne? Also du rennst wahrscheinlich wie in deiner Herkunftsfamilie vor eine Wand. Und ich weiß ja nicht, um was, ja, ihr habt viel Sex, ja, was heißt jetzt viel Sex? Habt ihr vielleicht dreimal die Woche Sex? Das heißt, wir reden jetzt hier über, weiß ich nicht, eine Stunde in der Woche von 144 Stunden oder wie viel eine Woche hat? Nee, mehr. Und da muss man schon sagen, wie ja bei Freundschaft Plus in dem Film immer gesagt wurde, entscheidend ist ja nicht der Sex, sondern was man danach macht. So. Und aber du lebst es halt andersrum. Und aber ich meine, letzten Endes ist es deine Entscheidung. Also wenn du sagst, aber da jetzt aus der Beziehung irgendwas rausholen zu wollen, was sie einfach nicht liefern kann, das macht einfach keinen Sinn. Also entweder du, aber was keine Option ist, aber man könnte jetzt sagen, entweder du akzeptierst es, dass es so ist, oder du gehst halt raus, aber du machst es zum Zwischending, du akzeptierst es nicht und gehst nicht raus. Ne? Und ich verstehe schon, das ist schwierig, wenn man so love-addicted ist, aber es ist, wie es ist. Am Ende musst du es entscheiden. Ne? Aber das wird sich, denke ich, nicht grundlegend ändern. So, ne? Ne, vielleicht gibt es wieder so Minischritte irgendwie im 10-Jahres-Abstand, weiß ich nicht, aber ja. Will er jetzt auch, es ist seine Entscheidung letztlich, ne? Und mir fehlt die Sicherheit, da er theoretisch irgendwann weg sein kann für einen anderen Job. Es stört mich ja inzwischen, dass er immer noch verheiratet ist. Gut, da gibt es manchmal, weiß ich jetzt nicht so um die Umstände, das kann so und so sein. Dadurch hat er meiner Meinung nach nicht richtig abgeschlossen. Also es gibt Leute, die abgeschlossen haben und trotzdem noch aus irgendwelchen praktischen Gründen noch verheiratet sind. Also das will ich jetzt nicht beurteilen hier. Nun zur Frage, ist unsere Beziehung toxisch oder einfach nur nicht kompatibel aufgrund unterschiedlicher Erwartungen oder Wünsche? Ja, sowohl als auch. Sie ist aber nicht toxisch im Sinne von, ich werde dir ständig hintergangen und betrogen und weiß ich nicht, dieser ganze Kram, aber sie ist toxisch im ursprünglichen Sinne des Wortes, wie ich es verstehe, weil du auf diese Beziehung liebessüchtig reagierst. Deswegen ist sie für dich toxisch und da wird es auch irgendwelche Gründe geben, vielleicht baut er Mauern auf, ich weiß es nicht. Und man könnte jetzt auch überlegen, weil er ja nicht manipuliert, wenn ich das so richtig verstehe. Sorry, eigentlich sage ich ja immer keine Paartherapie bei toxischen Beziehungen. Aber man könnte das jetzt theoretisch überlegen, aber ich weiß aus meiner Erfahrung mit On-Off-Beziehungen, ich glaube, ich habe das bei keiner Beziehung geschafft, dass es das nicht mehr gab. Also wenn das so dieses Ausmaß hatte, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Es war immer äußerst frustrierend, die Paartherapie. Von daher, am Ende des Tages, ja, würde ich sagen, ist meine Meinung. Ja, vielleicht haben andere Meinungen, aber meine Meinung ist,
ja, es ist, weil es on-off ist, ist es für dich toxisch und heißt doch, dass ihr nicht kompatibel seid, ja. Er darf ja auch sein Leben leben, wie er es möchte, und wenn der Job für ihn, ja, aber deine Bedürfnisse werden nicht befriedigt, ne? Muss ich toleranter sein? Nein, du bist schon viel zu tolerant, weiß ich, muss ich gar nicht weiterlesen. Bin ich autark genug? Ja, du bist love-addicted hier, ne? Also bist in so einem Liebessucht-Modus und ja, das führt halt, macht sein, dass du trotzdem eine autarke Person bist, aber hier hängst du halt an der Nadel, ne? Denn meine Gedanken kreisen den ganzen Tag darum, ja, was ich gesagt habe. Obwohl ich, wie gesagt, einen tollen Job habe, ja, so ist das in solchen Beziehungen, ne? Puh, ist die Mail ganz schön lang geworden. Würde mich eine Antwort freuen. Ja, ich denke, du weißt, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ist schon lange genug. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.